stolz zu sein. Dann gutes Gelingen. Was hat eine Zahnspange mit gutem Schlaf zu tun? Das besprechen wir hier jetzt gleich in der Medizinzeit. Denn nicht nur ältere Menschen leiden unter Schlafstörungen, sondern sogar kleine Kinder. Und das kann an den Kiefern liegen. Gleich gibt's Frühstück. Die letzte Nacht war für Viktoria Leifels und ihren Vater Gott sei Dank erholsam. Das war nicht immer so. Vor 5 Jahren war Viktoria noch 7 und sie schlief regelmäßig extrem unruhig. Die Nächte waren für die Eltern immer der blanke Horror. Aber ihre Tochter selber bekam ihr eigenes Schnarchen gar nicht so bewusst mit. Also ich persönlich nicht, nur immer durch Erzählungen oder durch Videos von Papa, wenn er gezeigt hat, ja, du hast heute mal wieder geschnorchelt oder irgendwas erzählt hat von wegen, weiß ich nicht, aber für mich hat das nicht besonders angefühlt. Und das Schlafen halt müssten dann vielleicht die Polypen sein, haben wir gedacht. Aber da wurden wir auch eines Besseren belehrt. Das Schnarchen ging nicht weg, als die Polypen rausgenommen worden waren, oder? Nicht wirklich. Die Probleme lösten sich erst, als Viktoria ihre Zahnspange bekam. Die bekam sie aus einem anderen Grund. Deshalb, weil ihre Zähne sich verschoben. Deshalb waren ihre Eltern mit ihr zum Kieferorthopäden gegangen. Der Arzt erkannte die Ursache. Viktorias Oberkiefer war zu schmal. Zu wenig Platz für die Zähne und auch zu wenig Platz für die Zunge beim Schlafen. Ausgelöst dadurch, dass sie häufig mit offenem Mund schlief. Und dadurch entwickelt sich der Oberkiefer nicht richtig, bleibt schmal. Und dann ist der Teufelkreis da angefangen. Der Oberkiefer schmal, die Zunge, die normalerweise im Oberkiefer liegt, hat nicht mehr genug Platz. Die Zunge wächst, hat keinen Platz. Was macht sie? Die geht nach hinten. Richtung Rachen. Und macht nachts das Atmen schwierig. Viktoria bekam eine Spange, mit der nach und nach ihr Oberkiefer von innen gedehnt wurde. In der Wachstumsphase des Kindes dauerte das nur 4 Wochen. Auch ihre Zähne stehen mittlerweile viel besser als früher. Eine Spange trägt sie auch jetzt, aber jetzt geht es nur noch um die Feineinstellung der Zähne. Viktorias Schnarchen war schon kurz nach der Verbreiterung ihres Kiefers weg. Sie schläft seitdem viel ruhiger und ihre Schulnoten sind besser geworden, weil sie nachts mehr Sauerstoff bekommt. Die heute 12-Jährige wundert sich noch immer über die Verbesserungen. Was sollen denn meine Zähne mit meinem Schlafen zu tun haben? Und ich habe da irgendwie gar keine Verbindung gesehen. Und jetzt? Jetzt hat sich bewiesen, dass es doch stimmt. Ich habe es zwar immer noch nicht verstanden, aber ich bin froh, dass es so geht. Wieder. Ab in Richtung Bett. Um unruhige Nächte müssen sich Viktoria und ihre Eltern jetzt keine Gedanken mehr machen. Und bei mir im Studio ist jetzt der Schlafmediziner, der die Behandlung des Kindes in dem Beitrag gerade medizinisch begleitet hat, Dr. Wilfried Böning aus Bad Lippspringe. Schön, dass Sie da sind. Ist das jetzt die Lösung? Man verpasst einfach allen Kindern eine Zahnspange und dann können die gut schlafen? Ja, das wäre sehr weit gegriffen. Man muss das reduzieren auf Kinder, die tatsächlich darunter leiden. Wenn man Zahlen anführen will, weiß man ungefähr aus verschiedenen epidemiologischen Studien, ungefähr 5 bis 10% der Kinder mit Beginn im Schulalter. Immerhin, also fast jedes zehnte Kind braucht so eine Spange, damit es besser schlafen kann. Ja. Was sind denn sonst noch so Gründe für Schlaflosigkeit bei Kindern? Oder Schlafeinschlafstörungen? Ja. Gut, natürlich spielen viele Probleme im familiären Bereich eine Rolle. Also vielleicht am häufigsten sogar Spannungen, die in der Ehe der Eltern liegt. Das färbt immer auf die Kinder ab. Dann gibt es eben auch ein Syndrom, was mit unruhigen Beinen verbunden ist, was also auch schon bei Kindern auftreten kann. Das ist diese Restless Legs? Restless Legs Syndrom. Woran liegt das? Die Ursache ist uns nicht bekannt. Mhm. Eng verbunden damit, also Restless Legs ist etwas, was die Patienten schildern, Kinder also eher weniger, aber man kann es vielleicht aus der Geschichte eben herleiten. Sie kennen den Begriff, den Zappel-Philipp, der als Märchen eben auflief. Das wird heute so interpretiert, dass dieses Syndrom vorliegt. Aber immerhin ist dieses Restless-Legs-Syndrom ist etwas, was nur die Patienten schildern. Bei Kindern kann das vielleicht von den Eltern auch beobachtet werden. Wichtiger ist, dass so etwas häufig verbunden ist mit etwas, was im Schlaf auftritt, was also der Betreffende nicht merkt. Nennt sich ein Syndrom der periodischen Beinbewegungen. Also im Schlaf kommt es unkontrolliert und automatisch zu Beinbewegungen, die mit Weckreaktionen einhergehen. Aha. Das ist aber nicht dieses Zucken, was man manchmal hat, wenn man gerade am Einschlafen ist. Nein, das hat jeder. Myoklonus beim Einschlafen, das ist normal. Nein, das kommt also während des Schlafens ist das nachweisbar.
mit einer bestimmten Definition, was also die Häufigkeit und Dauer betrifft. Man wird also vom eigenen Zappeln wieder wach. Was ist denn mit dem Medienkonsum oder sagen wir mal das Rumgesurfen mit dem Handy oder noch lange Fernsehen gucken vorm Einschlafen? Das ist ein großes Problem geworden. Es gibt ja auch diese sehr interessante Studie, die von der Frankfurter Universität für angewandte Wissenschaften seit mehreren Jahren läuft. Also Gesundheitsverhalten und Unfallprobleme bei Schulkindern. Mhm. Und da hat man also festgestellt, dass innerhalb von wenigen Jahren, das ist begonnen worden mit Schulkindern in der 5. Klasse, also 10 Jahre ungefähr, und man hat festgestellt, in wenigen Jahren, also von bis zum 3-4 Jahren, hat sich die Schlafdauer erheblich reduziert. Und das geht natürlich parallel mit dem Konsum solcher modernen Systeme. Mhm. Verstehe. Herr Böning, danke schön, dass Sie bei uns waren. Danke, vielen Dank. Bleiben Sie noch kurz, wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Die neue Erlebniswelt am Hermannsdenkmal.